Denn die Show in München läuft noch. Flickflack ist eine ganz neue Art von Zirkus. Modern, rockig, schnell. Die Zuschauertribüne besteht aus einer massiven 60 Tonnen schweren Stahlkonstruktion und bietet Platz für 1500 Menschen. Chris Schulze, der Gitarrist und Sänger, ist seit anderthalb Jahren dabei. Zum Rockstar, sagt er, hat es nicht gereicht. Jetzt im Zirkus sei er sozusagen Rockstar in Ausbildung. Denn wo sonst bekommt man schon 500 Auftritte im Jahr? Es ist Sonntag. Der letzte Vorstellungstag ist auch der anstrengendste. 35 Grad in München, zwei Shows und abends noch der Abbau. Nach der Nachmittagsvorstellung macht Krisch sich schon mal abfahrbereit und packt seine Sachen zusammen. Bisher hat er die Entscheidung fürs Zirkusleben nicht bereut. Also hat Höhen und Tiefen, aber so im Allgemeinen ist es auf jeden Fall mal eine schöne Abwechslung zum normalen Leben. Also, ich meine, wer hat da nicht davon geträumt, also als Kind mal im Zirkus mitzufahren und naja, das war tolle Sache. Hast viel Zeit, ist halt echt super, kann ich viel üben, ne? Und ich mache auch noch so andere Dinge, trainiere so ein bisschen für mich, guck da halt bei den Artisten zu, was die so machen. Und jetzt habe ich so vom halben Jahr habe ich angefangen, so zwei Stunden am Tag halt so Artistik zu trainieren. Ja, hatte vorher einen Bierbauch, der ist jetzt fast weg. Fand ich, das war immer ganz witzig, weil wenn ich da zu den Duschen, wir haben so Sammelduschen, und wenn dann die Artisten und so, wenn die dann da rein und ich dann so und gleich immer hinter den Duschvorhang. Ja, das war irgendwie, ja, hab ich mir gedacht, nee, Schulze, das machst du nicht mit. So, Kicke. Geht ganz schnell. Das Zuhause ist zusammengepackt. Etwa 50 Wohnwagen der Mitarbeiter und Artisten kampieren um das Zelt. Ein Dorf mit Menschen aus 13 Nationen. Hier, jetzt war das. Super. Danke. Na, здоровье. Na, здоровье. Während Krisch in der Münchner Hitze auf die nächste Vorstellung wartet, müssen sich Marius und seine Männer in Frankfurt beeilen. Mit Muskelkraft werden die einzelnen Zeltplanen aus den Containern gezogen, an den Kuppelringen angebracht und dann nach oben gepumpt. Marius kommt aus Rumänien. Dort hat er sein Handwerk als Zeltmeister gelernt. 10 verschiedene Modelle von Zelten hat er schon aufgebaut, aber die Zeltkonstruktion von Flickflack ist die größte und schwierigste. Doch inzwischen beherrscht er auch diesen Aufbau wie im Schlaf. Als Vorarbeiter ist er anerkannt. Ist besser zum Arbeiten, wenn sie freundlich und immer reden zusammen. Auch für mich war zum ersten Mal hier war schwer. Ich habe hier getroffen mit so viel Technik und zum ersten Mal ein bisschen Angst gehabt. Ist etwas anderes wie die andere Zirkus. Nicht nur die Technik, auch die Menschen bei Flickflack sind etwas anders. Kimberly Marx fährt zu ihrem Arbeitsplatz. In der Nähe vom Zeltaufbau in Frankfurt, in der Wiese eines Privatflughafens, trifft sie die Vorbereitungen für ihren Bannerflug. Kimberly, die früher Werner hieß, ist als Pilotin bei Flickflack fest angestellt. Sie zieht mit ihrem Flugzeug das 150 Quadratmeter große Werbebanner durch die Lüfte. Zum Hochheben des Banners benutzt sie eine riskante Technik. Das ist eine alte Technik, die kommt vom Militär. Das ist eine Technik von 1927, glaube ich. Und ja gut, damals gab es keine Hubschrauber. Da hat man sich halt überlegt, was ist, wenn man jetzt irgendwas vom Boden wegheben will. Ne, runterschmeißen konnte man ja schon immer, aber was wegheben, das ging halt nicht. Kimberly beherrscht ihr Handwerk. Auf internationalen Airshows hat sie den Namen Black Baroness bekommen. Ihr Flugzeug nannte sie danach Black Beauty. Es ist eine französische Morane, ein Modell aus den 50er Jahren. Seit 1971 ist Kim in der Berufsfliegerei tätig. Seit 6 Jahren fliegt sie Werbung für Flickflack. Im Flug wirft sie einen Haken aus, der dann genau gezielt das Banner in die Luft hebt. Das Riskante dabei, der Flug in Bodennähe.
Vorauskommando von Flickflack und in der Zwischenzeit kennen mich die Leute in den verschiedenen Städten, natürlich mein Flugzeug und mich. Und in der Zwischenzeit gehört das Flugzeug, glaube ich, so als eine Art Kult zu Flickflack dazu. Acht Uhr früh in München. Es hat geregnet. Nach nur 3 Stunden Schlaf gehen die Abbauarbeiten am Zelt weiter. Heute ist die Außenkonstruktion dran. Nee, nach 5, 6 Wochen München ist Frankfurt schön. Als wir gekommen sind, war natürlich München schön. Auch wenn sie ihr Leben im Zirkus verbringen, wollen sie nicht auf einen gewissen Standard verzichten. Ihr Wohnwagen ist eine rollende Luxusherberge. Ein amerikanisches Modell, variabel per Knopfdruck. Das Wohnzimmer wird zusammengeschoben. Jetzt fahren so ungefähr 7-8 Quadratmeter rein. Es wird immer kleiner. Und insgesamt, das erwarten wir schon, circa 36. Ja. Okay. Neben Möbel und Hausrat muss auch das Motorrad verstaut und transportbereit gemacht werden. Hält. Ja, das Blöde sieht aus jetzt, dass ich hier drauf sitze und die ganze Tour nach Frankfurt hier drauf sitze. Moment. Dem Zeltmeister Marius Pupesco steht der schwierigste Teil des Abbaus noch bevor. Das Zelt in München wird runtergelassen. Alle Männer müssen anpacken, damit die Plane gleichmäßig zusammengerollt werden kann, nicht auf dem Boden landet und nicht wegfliegt. Wind ist das größte Risiko. Da kann sich das Zelt wie ein Riesenballon aufblähen und über den Platz fegen. Oder die Plane kann reißen. Die Zeltbahnen werden in extra angefertigten Containern verstaut. Langsam, langsam, langsam! Über eine Seilwinde werden dann die hängenden Planen und die Kuppel heruntergekurbelt. Die 13,5 Meter Durchmesser müssen auf Fahrbahnbreite reduziert werden. Das Gerüst wird auseinandergelegt, die Planen zusammengerollt. Dann werden die 4 Hauptmasten heruntergelassen. Um 21 Uhr, keine 24 Stunden nach der letzten Vorstellung, startet die Transporterkolonne Richtung Frankfurt. Bis alles in die andere Stadt versetzt ist, dauert es 2 bis 3 Tage. Der Duschwagen rollt schon auf der Straße, jetzt gibt es nur noch Katzenwäsche. Auf der Fahrt nach Frankfurt bekommen die Arbeiter endlich ihren Schlaf. Am nächsten Morgen in Frankfurt. Die Sonne scheint. Seit 9 Uhr laufen hier die Aufbauarbeiten. Die Kuppel vom Hauptzelt ist noch bodennah gespannt. Die russischen Reckartisten müssen erst ihre Geräte anbringen, bevor das Zelt hochgezogen werden kann. Marius Popescu ist müde und genervt. Ihm läuft die Zeit davon. 20 seiner Leute stehen rum und können nichts tun. Er wird ungeduldig, kann nicht mehr warten. Er lässt das Zelt schon mal ein bisschen hochfahren. Sobald der letzte Artist abgesprungen ist, wird die Plane aus dem Container gehoben. Die 5,5 Tonnen schweren Zeltwände werden auf 23 Meter hochgezogen. Mit Hubstaplern werden die Bahnen nach außen gespannt. Die Arbeiter verschnüren die einzelnen Zeltplanen von Hand miteinander. Eine Arbeit, für die man standfest und schwindelfrei sein muss. Warte. Nach 3 bis 4 Stunden steht das Chapiteau, das Zirkuszelt, sozusagen im Rohbau. Pause für die Arbeiter. Vor den Mannschaftswagen werden die Satellitenschüsseln ausgerichtet. 13 Nationen suchen nach ihrem Lieblingsfernsehsender. Die Quartiere sind einfach, aber praktisch. Strom, Wasser, Herd zur Selbstversorgung. Damit das alles wieder funktioniert, muss die Infrastruktur geschaffen werden. Eine Firma aus Frankfurt verlegt Wasserschläuche und sorgt für den Stromanschluss. Die Campingwagen werden von den Artisten dann selbst angeschlossen.
Tourneeleiter Mike Körner ist dafür zuständig, dass der Alltag wieder einkehren kann. 6 Wochen vor jedem Umzug besorgt er die behördlichen Genehmigungen. Für die Stromversorgung reisen auch immer 3 eigene Generatoren mit. Wenn jetzt während der Vorstellung mal ein Stromausfall oder eine Sicherung fällt aus oder irgendwas ist mit dem Stadtstrom, dann haben wir ein Notstromaggregat, was auch die komplette Vorstellung alleine versorgen kann. Das geht ruckzuck, das springt automatisch an, dann wird ein Stecker umgesteckt und dann läuft das alles weiter. Jetzt sind die Wohnwagen mit Strom versorgt. Es kann wieder gestaubsaugt werden. Heute ist es trocken und heiß. Elektromeister Mohamed Bentaleb ist wieder in die Höhe geklettert und gibt Anweisungen an seine Helfer. Ganz oben in 23 Meter Höhe sitzt einer seiner Elektriker auf den Gestängen und hantiert mit beiden Händen und einem Schraubenschlüssel. Halt hat er nur durch seine Beine. Der Gitarrist Chris Schulze ist nun schon den 2. Tag in Frankfurt. Er will sich endlich wieder ordentlich waschen können. Misstrauisch prüft er den Duschwagen. Hey, wow! Funktioniert schon! Ich brauch mich gar nicht ärgern. Cool! Wasser! Während die anderen bei den Aufbauarbeiten schuften, hat er Zeit für sich. Der Umzug ist sein persönliches Wochenende. Krisch ist hier Zivilist. So nennt man in der Zirkuswelt diejenigen, die vom normalen Leben zum fahrenden Volk wechseln. Noch 1 bis 2 Jahre will er dabei bleiben. Er genießt das Zirkusleben. Faulenzen. Also ich spiele Gitarre, guck DVDs, guck mir die Stadt an. Und relax halt einfach. Jetzt wird der Boden mit knapp 1000 feuerfesten Platten ausgelegt. Nachmittag, ja. Ja, die Gurte alle dran machen. Eben durch, ja. Da oben. Mhm. Damit ihr keine Langeweile habt, Jungs. Kommandieren ist besser als arbeiten, sagt sich Benno Kastein und fährt erstmal ein paar Runden mit seinem Motorrad. Früher war der Zirkusdirektor selbst Hochseilartist. Jetzt überlässt er das anstrengende Leben den anderen. Während Artist Rambo in schwindelnder Höhe seine Seile einspannt, empfängt Marius Popescu die Aushilfskräfte vom Arbeitsamt. Beim Hin- und Herrennen ist er ausgerutscht, hat einen Kratzer am Kinn abgekriegt. 15 Aushilfen sind heute zusätzlich eingestellt. Ihre Aufgabe ist das Herrichten der Zuschauerplätze. Auch Ivan, der sich beim Abbau am Kopf verletzt hatte, ist wieder voll einsatzbereit. Krach, Hitze, schwerste körperliche Arbeit. Mit romantischen Vorstellungen vom Zirkusleben hat das nichts zu tun, klagt einer der Hilfsarbeiter. Ja, schlechte Knochenarbeit. Also jeden Tag wollte ich das nicht machen, aber es ist ganz wirklich nach wie vor ganz schön. Und man kann hier auch schwitzen bei dem Wetter. Kannst du dir vorstellen, wie die sich fühlen, wenn die das irgendwie 5 Tage hintereinander machen? Die müssen ja total kaputt sein. Die brauchen ja zwar danach wahrscheinlich erst einen 2-3-wöchigen Urlaub wieder. Ne? Also mir reicht es, wenn ich das einen Tag mal erlebe, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was die dann auch noch dafür kriegen. Ne? Ich krieg ja auch nicht so viel, aber das ist okay, wunderbar.